Ja, wir haben gesehen, dass die Theorie der Mehrschrittverfahren ganz eng zusammenhängt mit Differenzengleichungen. Und deshalb wollen wir uns hier die Differenzengleichungen ein bisschen genauer anschauen. Zunächst mal, die Differenzengleichungen sind häufig ein Thema in der Analysis 1, manchmal auch in der linearen Algebra 1, denn man kann diese Differenzengleichungen auch wunderbar mit Matrizen beschreiben. Ich werde hier nicht deren Ansatz nehmen, aber wenn Sie können auch gerne in Ihre Analysis oder lineare Algebra schauen, da werden Sie wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse finden. Also zunächst mal, was verstehe ich unter einer Differenzengleichung? Eine Differenzengleichung ist eine Folge Y, die der Gleichung Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j gleich 0 genügt, und zwar für alle k größer gleich 0. Wir setzen immer voraus, dass Alpha m ist gleich 1. Und das, was wir vorhin mit den Fibonacci-Folgen schon hergeleitet haben, oder was wir uns an den Fibonacci-Folgen klar gemacht haben, das wollen wir hier jetzt ein bisschen verallgemeinern. Und dabei sei zunächst mal YL die Folge, die beginnt mit, ja, 0, mit, dass sie sollen die ersten L-Elemente sein, also Y0 bis YL minus 1. Entschuldigung, Y0 bis YM minus 1. Und genau an der L-ten Position soll eine 1 sein, überall sonst sollen Nullen sein. Das ist genau das, was wir vorhin bei der Fibonacci-Folge auch gemacht haben für diese Folgen Y0 und Y1. Dann nehmen wir an, dass diese Folge YL der Differenzengleichung genügt, dass also eine Lösung der Differenzengleichung ist. Das heißt also, es gilt Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j gleich 0. Dazu muss ich dann also y m plus 1 und so weiter entsprechend dieser Rekursionsgleichung hier oben wählen. Und dadurch bekomme ich L Folgen, und die sind auch insbesondere alle linear unabhängig und so weiter. Jetzt betrachten wir irgendeine Folge Y, die diese Differenzengleichung erfüllt, und setzen Z als Summe L gleich 0 bis M minus 1 YL, also die L-te Position meiner Folge, die ich untersuche, mal Y oben L. Genau wie gerade bei den Fibonacci-Folgen gilt dann, naja, ich habe meine Basisfolgen hier vorne genau so gewählt. In den Positionen 0 bis m minus 1 stimmt dann diese Folge Z, die hier vorne steht, mit meiner Folge Y überein. Ja, genau wie gerade bei den Fibonacci-Folgen, das stimmt dann gerade hier vorne in den ersten m-Positionen. Okay, gut. Andererseits haben wir uns auch schon klar gemacht, eine Linearkombination von Lösungen der Differenzengleichung ist auch wieder eine Lösung der Differenzengleichung. Das heißt also, auch dieses Z hier vorne ist eine Lösung der Differenzengleichung. Gleichzeitig stimmt es in den Positionen 0 bis m minus 1 mit y überein. Ja, ab ym sind aber alle festgelegt. Das heißt also, mir bleibt nichts anderes über als Z ist gleich y. Mit anderen Worten, jede Lösung der Differenzengleichung lässt sich schreiben als Linearkombination dieser Folgen YL, die ich hier oben definiert habe. Gleichzeitig sind die offensichtlich linear unabhängig. Das heißt also, wir können sagen, die Lösungen der Differenzengleichung bilden einen m-dimensionalen Unterraum in der Menge aller Folgen. Okay, gut. Und das ist, wenn Sie sich das anschauen, das ist genau dasselbe wie das, was ich gerade zu Fibonacci gesagt habe, nur hier für ein bisschen verallgemeinert. Okay, jetzt ist es blöd, diese Y oben L, die würden wir gerne ein bisschen genauer untersuchen, aber es stellt sich heraus, da haben wir eben halt nur diese rekursive Definition aus der Differenzengleichung, dass ich YM berechnen kann aus Y0 bis YM minus 1 und so weiter. Und ich möchte gerne eine Basis dieses Unterraums nicht rekursiv berechnen. Das heißt also, ich möchte M-Folgen angeben, die linear unabhängig sind, die ich explizit ausrechnen kann, ohne dass ich noch irgendwas rekursiv rechnen muss, und ja, die zusammen dann eben diesen M-dimensionalen Unterraum aufspannen. Okay, unsere Idee ist, wir wählen yj gleich x hoch j und überlegen uns, wann erfüllt denn so ein yj gleich x hoch j diese Gleichung, also diese Differenzengleichung Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j gleich 0.
Naja, wenn die das erfüllen soll, dann muss natürlich das insbesondere erfüllt sein für k gleich 0. Das heißt also, erstmal muss gelten, dass die Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch j gleich 0 ist. Ja, da habe ich einfach hier vorne das k gleich 0 gesetzt. Okay, das heißt also, wenn sowas hier eine Lösung sein soll, der Differenzengleichung, dann muss das x eine Nullstelle sein des Polynoms Rho von x, das ich definiere als Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch j. Dieses Rho von x bezeichnet man auch gerne als charakteristisches Polynom der Differenzengleichung. Okay, gut, das heißt, die Bedingung ist, dass Rho von x gleich 0 ist. Und jetzt sei umgekehrt mal Rho von x gleich 0. Wir setzen yj gleich x hoch j, betrachten also die Folge, die ausschließlich aus den Potenzen von x besteht. Und also es gilt natürlich, Rho von x ist gleich 0, das haben wir vorausgesetzt. Wenn das gleich 0 ist, dann ist auch x hoch k mal Rho von x gleich 0. Wenn ich das einsetze, dann ist Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch k plus j gleich 0. Oder mit anderen Worten, das x hoch k plus j ist nichts anderes als das y k plus j nach meiner Definition der Folge y. Das heißt also, das ist Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j. Das ist 0. Ja, und das heißt also, y erfüllt die Differenzengleichung. Okay, das heißt also, was ich gezeigt habe, ist, wenn wir eine Nullstelle von Rho haben, dann ist x hoch, wenn x eine Nullstelle von Rho ist, dann ist x hoch j eine Lösung, yj gleich x hoch j eine Lösung der Differenzengleichung. Und wenn ich verschiedene Nullstellen betrachte, dann sind sofort nach dem Fundamentalsatz der Algebra sind die entsprechenden Lösungen auch tatsächlich alle linear unabhängig. Das zeige ich jetzt hier nicht. Okay, das heißt also, zu jeder Nullstelle bekommen wir mindestens eine Lösung der Differenzengleichung. Jetzt ist das Blöde, wir bekommen zu jeder Nullstelle eine, aber was ist, wenn das eine mehrfache Nullstelle ist? Dadurch haben wir jetzt im Augenblick noch ein bisschen zu wenig an Lösungen, ja? Denn unser Polynom hat natürlich den Grad m. Das heißt, grundsätzlich habe ich auch m Nullstellen. Aber einige davon sind möglicherweise doppelt. Ja? Und dafür haben wir bis jetzt nur eine bekommen. Das heißt also, im Fall, dass wir doppelte Nullstellen haben oder höhere Nullstellen haben, müssen wir uns noch ein paar zusätzliche Folgen erzeugen. Okay, und schauen wir daher zunächst mal auf die doppelten Nullstellen und sei x eine doppelte Nullstelle von Rho. Wenn x eine doppelte Nullstelle von Rho ist, dann ist x sowohl eine Nullstelle von Rho als auch von der Ableitung. Das heißt, ich kann mir mal angucken, die Funktion t hoch k plus 1 mal Rho von t, die ableiten und auswerten an der Stelle x. Naja, da steht irgendwie so eine Linearkombination aus Rho von x und Rho' von x, da die beide gleich 0 sind, ist natürlich das, was da rauskommt. Wenn ich es an der Stelle in x auswerte, ist 0. Okay, was ist t hoch k plus 1 mal Rho von t? Naja, also hier vorne steht das Rho von x sehe ich jetzt gerade nicht, aber hier steht das x hoch k mal Rho von x. Ja? Also das heißt, sowas, da steht sowas drin wie x hoch k plus j plus 1. Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, x hoch k plus j plus 1. Wenn ich das ableite, dann steht da eine Summe j gleich 0 bis m, Alpha j, k plus j plus 1 mal x hoch k plus j. Ja, okay. Und das ist die Summe j gleich 0 bis m Alpha j. Ich ziehe das k plus j hier vorne raus. K plus j mal x hoch k plus j plus die Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch k plus j. Okay, gut. Die Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch k plus j ist gleich 0. Das haben wir hier vorne vorhin schon gesehen. Das ist das hier, kann ich direkt wegstreichen. Ja, und das heißt, das Einzige, was überbleibt, ist dieser Term hier vorne. Und wenn ich jetzt mal definiere yl Schlange als l mal x hoch l, dann ist das, was hier vorne steht, nichts anderes als y Schlange in der k plus j Komponente. Okay, das ist also die Summe j gleich 0 bis m Alpha j y Schlange an der Stelle k plus j und das ist 0. Ja, das haben wir hier vorne gerade so angesetzt. Das heißt also, dieses y-Schlange ist eine Lösung der Differenzengleichung. Und gleichzeitig ist es auch noch linear unabhängig nach dieser Konstruktion hier vorne. Okay, das heißt also, zu einer doppelten Nullstelle bekomme ich nicht eine Basislösung, nämlich nur dieses x hoch l, sondern ich bekomme sogar zwei Basislösungen, nämlich dieses l mal x hoch l. Das ist in diesem Fall ebenfalls eine Basislösung der Differenzengleichung. Okay,
Also meine beiden Lösungen sind die Folge yk gleich x hoch k und yk gleich k mal x hoch k. Okay, das kann ich natürlich iterieren, ne? Ohne dass ich das hier jetzt nochmal explizit groß mache. Zu einer r-fachen Nullstelle bekomme ich entsprechend die Basislösung x hoch k, k mal x hoch k und so weiter bis k hoch r minus 1 mal x hoch k. Okay, gut, dann schauen wir uns doch mal den folgenden Satz an. Also ich behaupte, seien xl die Nullstellen des charakteristischen Polynoms Rho von x gleich Summe j gleich 0 bis m Alpha j x hoch j, Alpha j x hoch j. Mal gucken, kriege ich das jetzt auch einfach weg. Ja. Alpha j x hoch j der Differenzengleichung Summe j gleich 0 bis m Alpha k y k plus j gleich 0 mit zugehörigen Vielfachheiten Sigma l. Ich behaupte, dann ist eine Basis des Vektorraums der Lösung der Differenzengleichung als Unterraum des Vektorraums aller komplexen Folgen gegeben durch yLr. In der j-ten Komponente ist j hoch r mal xl hoch r für r gleich 0 bis Sigma l minus 1. Erstmal, nach dem, was ich gerade gezeigt habe, gilt tatsächlich, diese Folgen, die ich hier definiert habe, nämlich j hoch r mal xl hoch r, solange das r kleiner ist als Sigma, ist das hier tatsächlich eine Lösung der Differenzengleichung. Genau das habe ich gerade hier oben gezeigt. Ja. Okay, gut. Und außerdem weiß ich aber, unser Polynom zerfällt komplett über die komplexen Zahlen. Das heißt also, die Summe der Vielfachheiten der Nullstellen ist gerade gleich m. Das heißt also, insgesamt habe ich hier m-Folgen stehen, m-Basisfolgen stehen. Naja, und die Dimension des Vektorraums der Lösung der Differenzengleichung war auch gerade gleich m. Die Dinger sind alle linear unabhängig und das bedeutet, das ist tatsächlich eine Basis. Das heißt also, ich kann alle Lösungen der Differenzengleichung darstellen als Linearkombination, eindeutig darstellen als Linearkombination dieser Folgen der Form j hoch r mal xl hoch r und dabei ist xl eine Nullstelle und r kleiner als die Vielfachheit dieser Nullstelle. Okay, machen wir ganz kurz ein Beispiel, ein einfaches Beispiel hier für die Fibonacci-Zahlen. Da hatten wir die Differenzengleichung minus yk plus 1 plus yk plus 2 gleich 0. Das charakteristische Polynom ist in dem Fall gegeben als x² minus 1. Die beiden Nullstellen dieses Polynoms sind gegeben als 1/2 plus minus Wurzel aus 1/4 plus 1, ja, also minus p halbe und so weiter, einfach eingesetzt. Gibt hier insgesamt ein 1 plus minus Wurzel 5 halbe, das sind die beiden Nullstellen x1 und x2. Und die sollten Ihnen aus dem goldenen Schnitt wohl bekannt sein. Okay, gut. Jetzt schauen wir uns an diese Standardfibonacci. Und es gilt natürlich, nach dem, was wir gerade gezeigt haben, gilt natürlich, x1 hoch k und x2 hoch k sind tatsächlich Lösungen der Fibonacci-Folge. Ja, und die sind wirklich nicht rekursiv offensichtlich angegeben. Okay, jetzt gibt es die sogenannte Standard-Fibonacci-Folge. Da ist der erste Folgewert vorne ist 0, der zweite ist 1. Und alle anderen ergeben sich dann eben durch die Rekursionsgleichung. Nach dem, was wir gerade gesagt haben, muss sich unsere Standard-Fibonacci-Folge darstellen lassen als Linearkombination der beiden Fibonacci-Folgen x1 hoch k und x2 hoch k. Das heißt, also, das Game muss gelten, y ist lambda 1 mal x1 hoch k plus lambda 2 mal x2 hoch k. Okay, an der ersten Position muss natürlich die beiden Folgen sich hier zu 0 aufaddieren. An der zweiten Position müssen sie sich zu 1 aufaddieren. Der erste Wert der Folge ist offensichtlich 0 hier. Bei x1 hoch 0 ist 1, x2 hoch 0 ist auch 1. Das heißt also, lambda 1 plus lambda 2 ist 0. Und lambda 1 mal das Folgeglied mit k gleich 1, das ist also dann lambda 1 mal 1 plus Wurzel 5 halbe minus lambda 1, ja, eigentlich plus lambda 2, aber wir wissen schon, dass lambda 2 ist minus lambda 1, also minus lambda 1 mal 1 minus Wurzel 5 halbe
muss gleich 1 sein. Und wenn ich das auflöse, erhalte ich Lambda 1 gleich minus Lambda 2 gleich 1 durch Wurzel 5. Und das heißt also, diese Standard-Fibonacci-Folge, die eigentlich rekursiv definiert ist, lässt sich tatsächlich darstellen in der Form yk gleich 1 durch Wurzel 5, 1 plus Wurzel 5 halbe hoch k, minus 1 minus Wurzel 5 halbe hoch k. Okay, ja, das heißt also, wir haben hier wirklich jetzt eine nicht rekursive Form. Ja. Wir haben wirklich eine nicht rekursive Form der Standard-Fibonacci-Folge angeben können. Okay, schauen wir uns noch ein einfaches zweites Beispiel an und das stammt aus den Mehrschrittverfahren. Da hatten wir uns mal angeschaut, so ein Verfahren, das überhaupt nicht abhing von der Differentialgleichung, hatten gezeigt, dass es trotzdem konsistent ist. Und da hatten wir yk plus 2, hatten wir die Form für das Mehrschrittverfahren yk plus 2 minus 2 mal yk plus 1 plus yk gleich 0. Das charakteristische Polynom für dieses Verfahren wäre x² minus 2x plus 1. Die einzige Nullstelle, die dieses Polynom hat, ist x gleich 1. Das ist eine doppelte Nullstelle. Das heißt also, die beiden Basislösungen, die ich bekomme, sind einmal yk gleich 1 hoch k und yk gleich k mal 1 hoch k. Ja, denn die Vielfachheit ist 2. Das heißt also, sowohl 1 hoch k als auch k mal 1 hoch k sollten Lösungen der Differenzengleichung sein. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Sie können es spaßeshalber einfach mal einsetzen. Okay, dann Korollar. Wann sind diese Basislösungen, die wir gerade angegeben haben, wann sind die beschränkt? Ich behaupte, die sind beschränkt genau dann, wenn alle Nullstellen des charakteristischen Polynoms zunächst mal erfüllen, dass sie kleiner gleich 1 sind. Und falls der Betrag einer Nullstelle tatsächlich gleich 1 ist, dann muss die Vielfachheit von dieser Nullstelle als Nullstelle von Rho tatsächlich gleich 1 sein. Okay, warum ist das so? Ja, schauen wir uns einfach mal an. Wie sehen diese Lösungen aus? Wo habe ich sie hingeschrieben? Ja, da vorne sind diese Basislösungen noch. Und die sind alle von der Form j hoch r mal xl hoch. Oh, xl hoch j, Entschuldigung. Wenn ich ehrlich bin, ich habe aber keine Lust, das jetzt alles nochmal wieder neu aufzuzeichnen. Entschuldigung, das ist natürlich jetzt hier ein Fehler gewesen. Das ist ein xl hoch j. Kam mir gleich ein bisschen komisch vor. Ich vermerke das in den Anmerkungen. Okay, j hoch r mal xl hoch j. Wann ist das hier beschränkt? Also auf jeden Fall können wir mal sagen, wann es nicht beschränkt ist. Nämlich wenn das xl hier vorne größer ist als 1, dann ist xl hoch j geht dann bestimmt gegen unendlich. Das heißt also, wenn xl größer ist als 1, dann ist sofort klar, egal was hier vorne steht, das hier vorne geht gegen unendlich und ist sicherlich geht mit j gegen unendlich und ist mit Sicherheit nicht beschränkt. Ja, das heißt also, wenn xl-Betrag kleiner, größer ist als 1, dann ist das, was da steht, sicherlich unbeschränkt. Wenn das XL-Betrag kleiner ist als 1, dann geht das hier vorne gegen 0 und dann darf ich es ruhig auch hier vorne noch mit einem Polynom multiplizieren, dann geht es immer noch gegen 0. Und das heißt also, wenn die XL-Betrag alle kleiner sind als 1, dann sind die entsprechenden Lösungen tatsächlich auch alle beschränkt und zwar sind tatsächlich alle nach unten beschränkt. Ja. Und sie konvergieren sogar gegen 0. Ja? Also das Konvergieren gegen 0. Was ist, wenn XL-Betrag gleich 1 ist? Naja, wenn XL-Betrag gleich 1 ist, dann hat das hier konstant den Wert 1 und dann kommt es auf den Term hier vorne an. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das R ist gleich 0, ja? Dann ist das, was hier vorne steht, immer 1. Ja, und das hier vorne ist auch 1. Das heißt, vom Betrag her steht dann hier immer nur 1 und dann ist bestimmt auch die gesamte Folge beschränkt. Andernfalls ist das R hier größer als 0 und das ist dann erlaubt, wenn die Vielfachheit der Nullstelle XL nicht 1 ist,
Dann habe ich hier sowas stehen wie J oder J Quadrat oder sowas und das geht sicherlich gegen unendlich. Das heißt also, wenn die Vielfachheit hier vorne nicht 1 ist, dann ist es erlaubt, dass das R hier vorne größer ist als 0. Und dann bedeutet das, die rechte Seite hier vorne ist unbeschränkt und ist damit, ja, und ich habe wieder eine unbeschränkte Lösung. Okay, und das zeigt tatsächlich genau das, was wir hier vorne haben. Also wenn x-Betrag kleiner gleich 1 ist und die Vielfachheiten sind alle sind Vielfachheiten von den Nullstellen mit Betrag gleich 1 sind 1. Ja, in dem Fall haben wir sind tatsächlich die Basislösungen alle beschränkt. Ist eine von diesen beiden Bedingungen verletzt, dann haben wir tatsächlich eine unbeschränkte Lösung. Und das können wir eben tatsächlich hier vorne auch sehr schön sehen an unseren beiden Beispielen. Im ersten Fall hier vorne haben wir eine Nullstelle, die größer ist als 1, nämlich 1 plus Wurzel 5 halbe. Das heißt also, entsprechend sind natürlich die Lösungen, die wir hier vorne haben, nicht beschränkt. Im zweiten Fall sind zwar alle Nullstellen kleiner gleich 1, aber die Nullstelle mit Betrag 1, nämlich x gleich 1, ist eine doppelte Nullstelle und das bedeutet, naja, auch k mal 1 hoch k ist eine Lösung und natürlich ist das hier wieder nach oben unbeschränkt. Okay, gut. Also, wir definieren für Differenzengleichung. Eine Differenzengleichung heißt stabil, wenn ihre Basislösungen beschränkt sind. Das heißt also genau dann, wenn diese Bedingungen, die wir gerade hatten, wenn die alle erfüllt sind. Diese Bedingungen, die wir hier haben, nennen wir auch die Wurzelbedingung von Dahlquist. Okay, in diesem Sinne ist natürlich dann die Fibonacci-Folge instabil, ja, denn wir haben eine Nullstelle, die größer ist als 1. Und unser Beispiel 2 ist auch instabil, denn die Nullstelle mit Betrag 1 hat die Vielfachheit 2, ja, und damit ist eine von den Bedingungen jeweils verletzt. Okay, und jetzt komme ich zurück zum ersten Teil und da hatten wir gezeigt, falls für ein Mehrschrittverfahren genau diese Basislösungen, die wir hier oben stehen haben, wenn die beschränkt sind, dann bleibt auch der globale Diskretisierungsfehler beschränkt. Das heißt also, wir können hier schon einfach folgern, ohne dass ich es mal ganz groß herleite. Falls für ein Mehrschrittverfahren gilt, dass das zugehörige Differenzenverfahren stabil ist, das heißt also dieses Summe j gleich 0 bis m Alpha j y k plus j, wenn das charakteristische Polynom davon die Wurzelbedingung erfüllt, dann gilt aus Konsistenz folgt Konvergenz. Und wir haben wieder unseren alten Satz aus den Einschrittverfahren gerettet und sind tatsächlich in diesem Fall wieder zurück. Okay, gut. Was das in der Praxis bedeutet und vielleicht auch nochmal auf ein paar konkrete Verfahren angewandt, das wollen wir uns im nächsten Abschnitt anschauen.